06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Piro, am Ende ist es ein 3-3. So richtig weiß man noch gar nicht, ob man sich freuen soll, dass man noch einen Punkt mitgenommen hat oder ob es am Ende dann doch zu wenig ist. Wie ordnest du das Ergebnis ein? Ich glaube, kurz nach dem Spiel ist immer schwer zu sagen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, das ist viel zu wenig. Ein Punkt für uns. Obwohl wir in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut reingekommen sind, Druck nach vorne gespielt haben, mutig gespielt haben. Aber ja, wie unser letzten Spiel auch, wir kriegen einfach zu viele einfache Gegentore. Das müssen wir uns ankreiden lassen. Wenn man sieht, wie das erste Tor zustande gekommen ist, ganz alleine, glaube ich, wir sind 4, 5 Leute im Strafraum, der steht alleine da, köpft den rein. Umso bitter, aber nichtsdestotrotz kommen wir wieder, kriegen wieder ein Tor, kommen wieder. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, alles nach vorne geworfen die ganze Zeit. Und dann ja, kommt Chemnitz nochmal. Ich glaube, die hatten die eine Chance, die richtig gefährlich wurde. Die machen die rein in der zweiten Halbzeit. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es einfach zu wenig. Kann man sich diese Gegentore irgendwie erklären? Ich weiß selber nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin ratlos, wenn ich ehrlich bin. Es ist halt schwer, auch für uns Spieler. Wir versuchen uns immer die Woche sehr, sehr gut vorzubereiten. Wir geben Gas im Training und ja. Aber wie schon gesagt, wir kriegen einfach viel zu viele und zu einfache Gegentore. Aber die Mannschaft lebt, das zeigt sie dann nach jedem Gegentreffer wieder. Ja, wie du schon sagst, die Mannschaft lebt. Wir geben nie auf, wir machen immer weiter. Aber ja, ist einfach zu wenig. Julian Schaute, 3-3, wirklich zufrieden sein könnt ihr nicht, oder? Ja, nee, wir sind ja, vor dem Spiel schon ganz klar da reingegangen, dass wir das Spiel gewinnen müssen. Und ja, ich glaube, ja, wir sind schon enttäuscht, auch wenn wir dann noch kurz vor Schluss das 3-3 machen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wir sind schon da ja, sehr enttäuscht und ja, auch ein bisschen wütend, dass wir da wieder die Gegentore fangen, die wir ja, eigentlich verteidigen müssen. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch und deswegen ja, sind wir leider wieder als ja, nicht als Sieger vom Platz gegangen. Und die 3 Gegentore sind halt einfach der Knackpunkt. Dann, man kann ja nicht jedes Mal so viele Tore schießen, wie man im Moment leider kassiert. Ja, so ist es leider. Wir waren gegen Groß-Asbach in Führung, gegen Ingolstadt in Führung. Ich glaube, da waren immer, ja, wir sind immer gut für ein Tor und wir müssen einfach da konsequenter verteidigen. Das ist einfach, zieht sich jetzt durch, die ganzen Spiele durch und ja, deswegen stehen wir wieder als ja, mit leeren Händen da. Ist das was, an dem man noch arbeiten kann? Ist das eine Kopfsache? Ja, ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, ja, wir müssen da uns ein bisschen mehr einfach in die Schussbahn werfen, das Tor unbedingt verteidigen. Ja, man sagt das jetzt so einfach, aber wir müssen das am Leben im Spiel und ja, das ist dann wieder so ein bisschen der Knackpunkt gewesen. Trotzdem kann man der Mannschaft ein Kompliment machen. Ich meine, man geht in der 90. nochmal in Rückstand, aber ihr steckt nicht auf. Ja, das sieht man, dass das Team intakt ist, ganz klar. Aber das Ding sind halt einfach immer diese Gegentore, die wir fangen. Und ja, wenn wir die nicht fangen, dann sieht das vielleicht schon mal ganz anders aus. Und daran müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr hart arbeiten. Serap Özcan, 3-3 nach dem späten Gegentreffer, wahrscheinlich das Beste, was man dann noch irgendwie rausholen konnte, oder? Das auf jeden Fall. Also es ist wie in den Wochen davor, sage ich mal. Die Mannschaft belohnt sich nicht, beziehungsweise wir tun alles dafür, aber es klappt dann irgendwie nicht. Wir kriegen zu leichte Gegentore, andersrum war es ja genauso für Chemnitz. Und wenn man da unten drin steht, ist es schon schwierig in solchen Phasen. Aber ich freue mich, dass wenigstens noch meine Mannschaft helfen konnte für einen Punkt. Wie hast du die Situation erlebt, als du getroffen hast? Also da denkt man ja nicht mehr viel nach, steht 3-2, man geht all in, komplett als Mannschaft und der Gegenspieler hat spekuliert, dass ich auf die Grundlinie ziehe und dann bin ich kurz nach links abgeschlossen, da denkt man nicht viel nach und ja. Was kann man aus dem 3-3 jetzt mitnehmen? Irgendwo ist es schön, dass man den Punkt noch geholt hat nach dem späten Gegentreffer, aber am Ende ist es eigentlich zu wenig. Auf jeden Fall, es ist zu wenig, vor allem in der Phase, aber andersrum muss man es auch so sehen, dass man dem Gegner keine 3 Punkte geschenkt hat, die jetzt direkter Konkurrenz ist von uns und deswegen es ist von Woche zu Woche dasselbe. Also es ist schwierig, nach so einem Spiel was zu sagen, denke ich. Aber wie gesagt, es ist schwer. Ich weiß nicht, was ich sagen. Man muss einfach weitermachen. Das, so sieht es aus. Das auf jeden Fall. Wir bleiben dran. Danke auch nochmal an die Fans. Die versuchen uns jedes Mal zu unterstützen. Und es ist traurig, dass wir die auch nicht belohnen können. Als erstes uns natürlich, aber auch den Fans. Und ich bedanke mich auch nochmal bei denen, dass sie uns so weit unterstützen. Danke dir. Sven Hübscher, 3-3 gegen den Chemnitzer FC. Knackpunkt sind einmal mehr die Gegentore. Ja, wir schießen selber 3 Tore, haben in den letzten Spielen, glaube ich, immer mindestens 2 geschossen und gewinnen das Spiel nicht, weil wir hinten einfach zu leichte Dinger kassieren. Es fängt mit dem ersten Tor an, das zweite Tor ist geschenkt.
das dritte Tor verteidigen wir nicht gut und die Tore dürfen so nicht fallen. Und dann, was nützt jetzt? Wir haben 3-3 gespielt. Für uns, für die Situation sicherlich schwierig und auch zu wenig. Aber es geht darum, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und wir werden nächste Woche wieder angreifen. So viel man der Mannschaft vorwerfen kann, so viel kann man eben auch sagen, dass sie nie aufgesteckt hat, auch wenn man in der 90. nochmal in Rückstand geht. Das ist ja, zeigt ja, dass die Truppe weiterhin lebt. Ja, ich glaube, wer daran zweifelt, weiß ich nicht. Also die Truppe lebt auf jeden Fall, die Truppe gibt sich niemals auf, die Truppe ist immer da. Aber das kann ja auch jetzt nicht Sinn und Zweck sein, dass wir immer Rückständen hinterherlaufen müssen. Und klar, Wahnsinnsmoral, freut mich auch total und habe ich auch nie daran gezweifelt, dass die Mannschaft das hat. Aber ich erwarte so langsam, dass wir mal cleverer verteidigen, dass wir mal mit 3 Toren, die wir schießen, auch mal ein Spiel gewinnen. Weil 3 Tore schießen, 2 Tore schießen, 2 Tore schießen, das schafft auch nicht jede Mannschaft, die da unten drin steht. Wir schaffen das konstant. Das Problem ist einfach das Verteidigen, dann gehen wir nächste Woche wieder im Training dran. Mit Blick auf die Tabelle, was kann man aus so einem Ergebnis mitnehmen? Zu wenig. 1 Punkt geholt, Tabelle habe ich noch nicht gesehen, ich komme gerade erst vom Platz. Und 1 Punkt geholt, 2 liegen lassen, weitermachen, nächste Woche Braunschweig.